Ein gewaltiges Unwetter ist am Donnerstagnachmittag über den norditalienischen Badeort Cavallino hinweggezogen und hat schwere Verwüstungen angerichtet. Besonders betroffen war ein auch bei deutschen Urlaubern beliebter, vollbesetzter Campingplatz. Dort krachten Dutzende Pinien auf Zelte und Wohnwagen. Das Wetterradar zeigt einen riesigen Gewitterkomplex, der gegen 16 Uhr aufzog und Cavallino voll erwischte. Unwetter dieses Ausmaßes haben neben Orkanböen auch sintflutartige Regenfälle und großen Hagel im Gepäck. Vereinzelt sind sogar Tornados möglich. In den Medien kursieren Berichte über einen Mini-Tornado, der über den Ort hinweggezogen sein soll. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um orkanartige Gewitterfallböen, auch Downburst genannt. Mehrere Touristen wurden verletzt, eine deutsche Urlauberin musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch in den kommenden Tagen sind in Teilen Italiens weitere schwere Unwetter möglich.